Gut, hier ist auch nichts. Dann strahlender Hof. So. A repeat customer. I like your type. Nein, Stammkunde, die sind mir die liebsten. Was kann ich dir heute anbieten? Sie war Obsthändlerin, gell? Oder Essenshändlerin allgemein. Ich nehme immer deine Silberflossen, deinen Reis, deine Eier, dein Schweinefleisch, Gemüse, Geflügel. Ach, dein Obst kannst du auch gleich mir geben. Kapperblätter nehme ich auch gern. Austern, sage ich auch nicht nein dazu. Und der Kuddelfisch von mir aus noch. So. Was ist mit dir? Thanks again for your help. We couldn't have done it without you. Genau, danke für deine Hilfe. Wir hätten es nicht ohne dich schaffen können. Ja. Dank, weil ich euch die beide da besorgt habe. I did it. I remembered my lines. Ich hab's geschafft. Ich habe mich an meine Zeilen erinnert. How was I? Bloody marvelous, I bet. So. Erster Matrose Fallon. I hope you like my set. Hoffentlich gefällt dir mein Set. Achso, das war ist auch immer noch die Theatertruppe hier. Okay, hier haben wir was drin. Sind das Reparaturvorräte vielleicht? Ja, es sind Reparaturvorräte. Yay. Eine Freude, dich zu sehen. Was kann ich denn für dich tun? Leb wohl. Du bist auch nur ein Lehrer. Anyone who kills that many Valine trading bastards is a right hero of mine. Mhm. Oh, ein streunender Hund mal wieder. Und wer bist du gewesen? You return. Du bist zurück. A friend of the Principi is always a welcome in my emporium. Ach so, ja, stimmt, du warst der Händler. Blasse Haut, das war eine legendäre Rüstung, hm? Aber nicht so wirklich toll. Panzerbrecher zweihändig. Oh ja, ich muss noch mal bei Palegina gucken wegen Zweihänder. Eifrige Klinge, zweihändiger Panzerbrecher. Was hattest du noch mal? Du hast den... Ja, Klinge der endlosen Pfade. Die ist nicht ganz so gut wie der hier, aber trotzdem immer noch sehr gut eigentlich. Liegt wahrscheinlich daran, weil das Teil hervorragend ist und die Klinge der endlosen Pfade nur außergewöhnlich. Und den Rest kannst du dir sparen. Bei Kit des Diebes hast du keins, wenn ich richtig sehe. Nein. Nur Beratsglocken und die brauchen wir gerade nicht. Aber ja, Palegina. Das Schwert kannst du mal ablegen. Was ist mit dem Hund eigentlich? Plus 1 Verfassung und plus 5 Tapferkeit für die Gruppe. Okay. Du machst nämlich auch plus 1 Verfassung und was machst du? Bei Tötung Gesundheit wiederhergestellt. Hm. Ja, Tapferkeit wäre das hier. Brauchen wir gerade auch nicht. Aber ja, Palegina, Schwert. Da war nämlich was. Das Schwert hier sieht fast schon besser aus wie das Schwert. Gewährt rote Träne. Plus 175 Gesundheit wiederhergestellt. Nur im Kampf, einmal pro Ruhephase. Mhm. Ich kann daraus rote Beschleunigung machen, einmal pro Ruhephase. Verbündeten wieder hergestellt. Mhm. Nimbus der Furcht. Bedrohung. Chance, dass das Tier beim kritischen Treffer zu erschüttern wird. Zu Chance beim kritischen Treffer, das Tier und alle Feinde in der Nähe zu erschüttern. Aha. Und wenn ich das Teil hervorragend machen wollen würde.
müsste ich sehr viel zahlen. Hm. Wie sieht's bei dir aus? Dich hervorragend zu machen, würde auch sehr viel kosten. Ich könnte dich noch markierend machen. Minus 4 Abwehr beim Ziel für kritische Treffer. Aha. Oder gezielter Schlag, kritischer Schaden. Oder dich auch hervorragend machen. Ja, wie siehst du aus, wenn du sie dich auf dem Rücken trägt? Kürzer. Ah, lass ich dich mal dort. Palegina und Pistolen, das finde ich ein bisschen eher komisch, deswegen kriegst du eine Armbrust von mir. Für den Fernkampf. Wenn du mal Fernkampf machen solltest. Gut. Captain, done and done. Dann reden wir mal mit Desiril oder Desiral. I welcome your return. Schön, dich wiederzusehen. Desiral lächelt dich freundlich an. Sie lässt seine Mütze über Fingerknöchel und tanzt und ihre Augen funkeln vergnügt. Ich habe großer Piral Imp getötet. Little Charlatan is gone for good. Also ist der aufgelassene Kerl ein für alle Mal erledigt. Gut gemacht. But halfway is half done, my friend. There are two more members of the Firebrand's old crew that need your special attention. Aber du hast erst die halbe Arbeit erledigt. Es gibt noch zwei ehemalige Besatzungsmitglieder der Brandfackel, um die du dich kümmern musst. Ja, Lady Epiro ist tot. Finally, the lady falls. You already have my gratitude. Now take my coin. 2500 Geld für dir. Endlich ist die Lady gefallen. Du hast bereits bei der Dankbarkeit, jetzt bekommst du auch mein Geld. Sie gibt dir einen dicken Beutel Münzen in die Hand. There's just the one crew member left now. Nur mehr ein Besatzungsmitglied übrig. Erzähl mir von deiner Schwester. Ein leises Lächeln formt sich an ihren Mundwinkeln. Danaea was a wild girl from the day she was born. She came out of the womb yelling loud enough to make your ears bleed. And she never really stopped. Danaea war vom Tag ihrer Geburt an eine wilde Hilde. Okay. Als sie auf die Welt kam, hat sie geschrien, dass dir die Ohren geblutet haben. Und wirklich ruhiger ist sie nie geworden. She chased a bad end, like a winter-starved wolf chases the first fat deer calf of spring. Sie ist einem bösen... It was only a matter of time, before she caught it. Entschuldigung. Sie ist einem bösen Ende hinterhergejagt, wie ein halb verhungerter Wolf dem ersten fetten Reh im Frühling. Es war nur eine Frage der Zeit. But dead is dead. And reminiscing with you won't bring her back. Aber Tod ist tot. Darüber mit dir zu sprechen, bringt sie auch nicht zurück. Gut, ich habe Catherine noch erledigt. I hope Catherine put on a good show for you before the end. Ich hoffe, Catherine hat dir eine gute letzte Show geliefert. Sie grinst verschlagen wie eine Dschungelkatze. Na, 3500 Kupfer. You've put to bed the last of the Firebrand's crew, my friend. Which was more than I ever could have hoped for. Thank you truly. I can rest easy now, knowing they got what they deserved. Du hast das letzte Besatzungsmitglied der Brandfackel getötet. Das ist mehr, als ich je zu hoffen gewagt hätte. Ich bin dir von Herzen dankbar, jetzt wo ich weiß, dass sie ihre verdiente Strafe erhalten haben, habe ich meinen Frieden. Dann leb wohl. Ja. Bei Catherine hat es sich ausgezaubert, ich habe das Kopfgeld erhalten, genauso wie... Flammenläufer, nee, Großadmiral Imp und so weiter. Ja. Insel Krummsporn ist dieses Kopfgeld. Östlich von Magrans Zähnen ist das Kopfgeld. Der ist in der Inselkette Kuaurikuhu. Auch Kuaurikuhu. Auch Kuaurikuhu. Ja, und auch Kuaurikuhu. Ja. Ein verehrter Gast ist die Bestie des Winters. Gut, ein Stufenaufstieg für Palegina. Ich glaube, den hatte sie vorher schon. Athletik und Einschüchtern.
Heilungskette. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Und was haben wir hier? Wenn ein Paladin mit genug vorhandenem Eifer niedergestreckt ist, um die Kosten der Vorsehung zu bezahlen, wird der Eifer verbraucht und der Paladin wird wenige Sekunden später wiederbelebt. Erhöht die maximale Anzahl von Ermächtigungen, die eingesetzt werden können, bevor eine Rast notwendig wird. Ne, nehmen wir mal das da. Eine Waffe. Nehmen wir ruhig Armbrust. Gut. Dann gucken wir mal in die Schatztruhe jetzt rein, weil ich glaube hier unten... If it's a drink you want, what are you having? I'll pour you a double. Ja, zeig mir, was du hast. Ale, Bier, Milch. Den Reiswein nehmen wir auch gern noch. Ah, wir haben wieder sehr viel Geld. Das heißt, wenn wir irgendwann mal... Ja, kann ich gerade nicht gucken. Den Teil abgeklappert haben und wieder in die Kataka sind, können wir uns das nächstgrößere Schiff schon leisten. Ja, du bist ein... So, our charted routes were destined to cross again, eh? So waren unsere Pfade bestimmt, einander wieder zu kreuzen, eh? You got the look of a true pirate about you. Cutthroat, cunning, sunburn. Du hast das Aussehen... Du hast das Aussehen eines echten Piraten. Mörderisch gerissen Sonnenverband, das gefällt mir. Anything in my trove catches your eye, you let me know. Wenn irgendwas in meiner Schatzkammer ins Auge springt, sag du Bescheid. Alles klar? Ja. Das ist ein Streitflegel, das ist ein Rapier. Tod verleugnet. Immunität gegen Verfassungswirkungen und Leeresschutz. Ansonsten nur jede Menge Rubine und so. Schillernde Schuppe. Ah. Ah ja, Palegina. Hast noch einen Ringfinger frei? Wirkungsbereich bringt dir nur nichts. Alle Verteidigung gegen Feuerangriffe verursacht Unterbrechung für 30 Sekunden. Das bringt Gewehr unentschlossen. Aktionsgeschwindigkeit, Schadensschild. Ah, irgendwelche zufälligen Effekte. Was hätte ich denn als Ersatz? Beanspruchung, Ablehnung. Erlittener Schaden von Nahkampfangriffen. Schaden mit Nahkampfangriffen. Das ist eigentlich besser. Erlittener Schaden von Nahkampfangriffen. Jetzt sehen Schaden mit Nahkampfangriffen. Was? Wenn ich das anlege, ist das ein Gebrauch? Ist das ein Gebrauchsgegenstand dann? Gesichter des Anhängers. Ah, Beanspruchung und Ablehnung. Ich kann das umswitchen. Ja, das ist mal interessant. Okay. Was hätte ich denn noch? Intellekt? Nee, bringt nicht so viel. Und das? Religion, Heimlichkeit. Erinnerung des Märtyrers. Minus 100% erlittener Schaden einmal pro Ruhephase. Nicht ganz so. Ja, Verfassung ist okay. Umhang der größeren Abwehr, das ist auch nicht schlecht. Wirkungsbereich bringt mir nichts. Na, dann ziehst du den an. Feuerschutz ist immer gut. Not bad. Okay. At once.
Ja, Wächter der Schatztruhe, den brauche ich auch nicht. Wo zur Hölle haben sie den hingebracht? Der Windspielmann. Tatsattel in Stauholz. Und ich bin in Stauholz, aber Tatsattel wird wahrscheinlich wie jeder andere Prinzipi-Kapitän im Leuchtturm sein.